Hallo Robert. Hallo Daniel. Was machen wir heute? Was zu essen. Ach so, das auch. Aber was machen wir sonst? Wir haben hier ein neues Gehäuse. Und zwar das neue von diesem Hersteller. PureBase 500DX hier. Ich kann mir das nicht merken. Ja, ist okay, ist okay. Aber das Case habe ich nicht für dich mitgebracht. Sondern für? Deine Katzen. Okay Robert, also jetzt mal ernsthaft. Was haben wir heute vor? Bevor das Video losgeht, möchte ich einen dicken Dank an den heutigen Sponsor aussprechen, Filmora 9. Viele Leute, die gerade einen YouTube-Kanal oder was ähnliches starten wollen, fragen mich immer wieder nach einer guten und einfachen Videoschnittsoftware und da lautet die Antwort definitiv Filmora 9. Ich habe das Programm schon einige Male selbst getestet und muss sagen, dass es extrem einfach ist, damit einigermaßen ansehnliche Videos zu schneiden. Es bietet haufenweise Effekte, Transitions, Titelanimationen, Greenscreen-Effekte und viel anderen Kram, den ein gutes Videoschnittprogramm braucht, um eure Videos cool aussehen zu lassen. Wollt ihr also mit einem YouTube-Channel durchstarten, checkt Filmora 9 definitiv mal aus. Darüber hinaus gibt es am Ende auch noch einen Key für Filmora 9 zu gewinnen. Alles, was ihr tun müsst, erfahrt ihr dann später und mehr Infos zu der Software findet ihr unten in der Infobox. Wir bauen PCs um. Warum? Und zwar, wir haben hier ein cooler Master einen Workstation-PC gebaut, beziehungsweise ist das quasi ein Gaming-PC auf Steroiden. Das Case geht ja auf den Sack, richtig? Und deshalb wird es ein neues Case. Darf ich das so sagen? Das ist das neue 500DX von Be Quiet. Ich glaube, das ist für eine Workstation viel besser, viel zugänglicher und auch ein bisschen umgänglicher. Und da wolltest du, dass wir zusammen das umbauen, ne? Warum guckst du so? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben eine Challenge in dem Video. Du darfst keine zusätzlichen Werkzeuge benutzen. Du darfst so viel fluchen, wie du willst. Das ist okay. Du musst versuchen... Das war original letztes Mal viel zu viel Arbeit, das alles zu verpiepen. Der Merlin, der kommt direkt, um dir zu helfen. Der oder Merlin ist richtiger Ehrenkarton. Um ein Wasser zu klauen. Merlin, guck mich mal an. Merlin, guck mich mal an. Merlin, guck mich doch an. Ganz ehrlich, du ignorierst mich, Bruder, dann ignoriere ich dich auch. So. Ich ignoriere dich zurück. Also du musst versuchen, das alles mit deinen bloßen Händen zu tun. Das meinst du nicht ernst? Wie soll ich die scheiß Schrauben alle rauskriegen? Das kriegst du hin. Ich glaube an dich. Was ist mit dir los? Merlin, du bist ein Bild. Hallo, hallo, kannst du mal hier? Freche Katze, Kater, wie auch immer. Und genau, und die ganze Zeit mit Merlin auf dem Arm. Und der darf dir nicht runterspringen. Das ist die Challenge. Wir machen das jetzt zusammen. Robert, alles mit bloßen Händen, Merlin auf dem Arm und der darf dir nicht runterspringen. Schaffst du das? Ich nehme einfach seinen Schwanz als Werkzeug. Genau. Nimm deinen Fuß aus meinem Gesicht. Willst du vielleicht mal als erst die Grafikkarte rausnehmen? Ich kann es versuchen, ja. Oh, ich darf nicht zu viel Tipps geben. Auf der anderen Seite, jetzt kommt halt raus, wie viel wir hier geschmuddelt haben beim Kabel verlegen. Was willst du jetzt als nächstes ausbauen? Komm, ich geh nochmal rum. Wir gucken einfach also nochmal. In dem Fall weiß ich, dass ich erstmal hier die Grafikkartenhalterung rausnehme. Merlin, machst du das für den Robert? Schaffst du das? Bruder, mach einfach mal. Merlin, du kriegst das hin, oder? Du bist so ein krasser Schrauber, Robert, das ist unglaublich. Was meinst du, wo ich meine Fingerskills gelernt habe? Red einfach nicht weiter, okay? Beim Gitarre spielen? Warum denkst du immer an so schweinische Sachen? Hä, du hast an schweinische Sachen gedacht. Ich hab an Gitarre spielen Du hast von gedacht. Fingern gesprochen. Von was? Du hast von Fingern gesprochen. Ja, Fingern an der Gitarre. Fingering, das ist ein Fachausdruck für Gitarre spielen. Ich dachte, du spielst Gitarre. Ja, ich spiele auch Gitarre. Du spielst an dir selber rum. Aber nicht mit den Fingern. Ich hab wie so ein Höhlenmensch mit so einem Plektrum, Alter. Digga, ich hab das studiert. Gitarre spielt man nicht mit den Fingern. Gitarre spielt man mit dem Herzen. Okay, ja, ich würde sagen, du hast schon mal ein bisschen was geschafft. Was willst du jetzt machen, Robert? Ich gucke jetzt halt mal, dass die Kabel hier alle ein bisschen loswerden. Das ist übrigens mein Weg für Kabelmanagement, ne? In der zweiten Kammer. Weißt du, vorne hui, hinten, pfui. Weißt du, was hui auf Russisch heißt? Was denn? Die Russen können mal unten kommentieren jetzt. Ich kenne, Russisch kenne ich nur einen Satz. Ja? Welcher? Rashbi sukabliat. Okay, das ist aber auch kein Satz, das ist ja meine Lebenseinstellung, oder? Was machst du da gerade übrigens? Die ganzen Kabel vom Mainboard ab. Oh, Robert, du bist gar nicht mal, also Hauptschule hätte ich dir auf jeden Fall gegeben jetzt. Ich habe doch gesagt, ich war bei The Verge, sag ich so weit und dann. Ja, yeah, aber Hauptschule hättest du bekommen. Hauptschule habe ich bekommen, Daniel. Ja. Also das Case schaut auf jeden Fall gut aus, ne? Es ist vielleicht jetzt nicht ganz so krass wie das Cooler Master Gehäuse, aber... Ist halt auch erst ein 100-Euro-Gehäuse. Was mir aber gut gefällt, ist halt, dass in der Front komplett Mesh ist. Und hier haben wir eine schmackhafte RGB-Beleuchtung. Ist das RGB oder nur... Nee, es ist adressierbar RGB. Adressierbar, ja, ja. Nice. Ich würde jetzt einfach das Mainboard festmachen, weil wenn ich das Netzteil reinmache, dann wird das ganze Ding beim Handling einfach ein bisschen schwerer.
Machst du die Schrauben mit deinen bloßen Fingern fest? Natürlich nicht. Warum? Wer macht denn sowas? Du wolltest doch die Challenge machen. Merlin, nein, die hast du mir ausgedacht in dem Moment, dass die Kamera angegangen ist. Nein, die habe ich nicht ausgedacht. Das ist ein Plan, den habe ich schon seit 30 Wochen im Kopf. Ne? Weißt du, was ich total krass finde? Was? Ich habe mich in letzter Zeit wegen unserem Kanal der Gaming-Ecke mit der PS4 und 5-Konsole auseinandergesetzt. Bruder, ist das da schamlose Schleichwerbung? Es ist schamlose Schleichwerbung. Ja, ich habe das schon gemerkt. Ja? Gewusst, dass die PlayStation-Konsolen und sowas, ja, dass sie keine Grafikkarte haben. Ja, die haben eine Grafikeinheit, ich weiß. Ja, die basieren auf dem APU-System. Eine APU. Ja, ich weiß. Das ist so billig, wieso? Weil es einfach günstiger und einfacher zu produzieren ist. Ja, aber Digga, für mich war das so komisch, auf einmal zu hören, in einer Spielekonsole, die ist zum Gaming gemacht, ist keine Grafikkarte drin. Ja. So eine APU, die kriegst du ja auch für Office-PCs und sowas. Ja, aber nicht so eine starke APU. Das stimmt, aber hast du mal das Mainboard von den Dingern gesehen? Ja. Das sieht aus wie ein PC von 1998. Ja, das ist aber immer so. Das ist auch bei allen Fertigsystemen so. Das ist jetzt nichts. Krass. Ne? Soll ich den Schlauch so machen? Mach den Schlauch, wie du willst. Du bist der Profi, Robert. Ich habe keine Ahnung davon, wirklich. Genau, mach die Kabel nach vorne. Das ist immer eine gute Idee, wenn die so raushängen. Das finde ich, sehr ästhetisch. Das gefällt mir. Das Kabel liegt halt so gut und kommt hier nicht an das Ding da dran. Kabel so lassen? So, dass die rausgucken? Findest du das schön? Offensichtlich nicht. Ich bin übrigens enttäuscht vom Robert, muss ich sagen. Oh, jetzt kommt der Schatz. Ich will euch was sagen. Der Robert, der das hat, war das einzige Gehäuse, der Robert, was ich bekommen der Robert, der hat seiner Freundin einen PC gebaut und guckt euch das an. Guckt euch das an. Bäh, bäh, bäh. Und ich meine nicht mal das Kabelmanagement, ich meine das Gehäuse. Guckt euch das an. Guckt euch das Gehäuse an. Der ist nicht zu mir gekommen und hat gefragt, Daniel, hast du eine gute Empfehlung? Nein, der hat das da gekauft. Das da. Robert, schämst du dich ein bisschen? Ich wollte eigentlich nur gucken, ob... Ich hatte kurz die Kamera aus und der Robert zeigt mal wieder, dass er seine Ausbildung bei The Verge gemacht hat. Zeig doch mal, ich wie du das... Ich wollte nur gucken, ob reingeht. Zeig doch mal, wie du das Netzteil einbauen wolltest. Das ist eine richtig gute Idee, weil so kannst du auch noch einen externen PC mit dem Netzteil versorgen. Ist aber das nicht der, geil? Aber der Lüfter ist auf der richtigen Seite jetzt. Netzteil drin, Kabel läuft überall am Start. Hier auch schon mal die Kabel, die man so am Mainboard braucht, am Start. Jetzt müssen wir nur noch eine Sache machen. Die Graphenkante. Ich gebe sie dir mal. Robert, nimm sie. Es geht sogar gerade noch, ne? Aber es ist ein bisschen, also... guck mal hier, geht voll klar. Geht klar, ja, klar, aber die Grafikkarte sieht in diesem Case, muss ich sagen, massiv richtig aus. Richtig massiv. Hast du gerade gemerkt, dass du die falsche Slotblende abgemacht hast? Ja. Robert, das gibt Abzug in der B-Note, ne? Welche B-Note? Was ist die B-Note eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Die B-Note steht dafür, wie behindert du bist. Okay, da bin ich quasi reingelaufen, das ist meine Schuld. Aber du machst das gut, Robert. Dankeschön. Mittlerweile halte ich mich für sehr kompetent, was das hier angeht. Ja, ich würde fast sagen, gut gemacht, Kevin. Heute, we reach the final level. Denn, schaut mal in den Karton rein. Schaut mal in diesen Karton rein. Merlin ist im Karton. Ja, ich meine, vielen, vielen Dank an Be Quiet, dass sie diesen Karton für das Video bereitgestellt haben. Merlin hat sich da sehr, sehr drüber gefreut. Okay, jetzt kommt der zweite Moment of Truth. Wir haben extra Licht ausgemacht und Rolle runter. Wir haben Licht ausgemacht. Wir haben die Sonne. Bruder, da haben wir Sonne ausgemacht da. Das Schalter gedrückt, Sonne aus. Patent am Start. So, und? 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 Komm schon. Komm schon. Hast du das SATA-Kabel dran geschlossen? Was ich dir gesagt habe eben. Was da so rumhing. Welches ist das? Ich hab gesagt, schließ das SATA-Kabel an. Ich weiß was nicht, was da so rumhängt. Hier hängt. Mann! Du hast die Hälfte du hast alles gehängt. Kaputt gemacht! Also ganz kurz, Robert ist nicht nur kein professioneller PC-Bauer, sondern auch kein Elektriker, aber er geht jetzt hin und steckt den Male in den Female rein. Und jetzt drücken wir nochmal den Schalter. Komm schon! Zack! Und jetzt kommt der dritte Moment of Truth. Bitte. Bitte. Woo! Oh. Oh, oh. Das Ding. Oh. Sieht doch richtig gut aus. Oh, Digga, weißt du was? Ich muss sagen, so rein von optischen Aspekten und so, ne? Aber auch, dass es hier drin benutzt. Ja, da ist noch ach, so. Ja, da hatte noch ein RGBs drin. Ja, genau, Laba. Genau. Ja, das sieht sogar richtig geschmackvoll aus, finde ich. Ja, also. Du hast, glaube ich, auch in der Front eine Möglichkeit, die Beleuchtung zu verändern. Ja, genau. Hast verschiedene Modi drin.
Ne? Sexy. Ja, ja, da kannst du. Oh, ach, andere Farben. Okay, lässt sich adressierbar. Damit ansteuern. Ja, ja, klar, damit. Ja, ja, genau, okay. Wie ich sagte, adressierbar. Rainbow. Genau das nice. Ist der Style, den ich geil finde. Also, das Case, muss ich sagen, ist top. Gefällt mir richtig gut. Und, hör mal. Du hörst nichts. Man hört gar nichts. Und das ist offen. Ja, die Straße ist tausendmal lauter. Also, du hörst den Merlin in seiner Kiste spielen. Ja, ich muss jetzt gerade weg. Ne? Also ich habe leider keine Zeit mehr, aber vielleicht machst du noch ein bisschen Kabelmanagement, ja, weil es sieht noch nicht so super gut aus, wenn wir hier mal rumgehen. Ne? Mach noch ein bisschen Kabelmanagement an der Stelle. Und wenn dir noch was auffällt, kannst du auch gerne mal noch ein bisschen was über das Case sagen. Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr nice. Ich bin schon sehr gespannt. Alles klar, ich verabschiede mich dann. Daniel, hat mich sehr gefreut. Mach's gut, Robert. Bis zum nächsten Mal. Und wir machen hier jetzt noch weiter. Jo. Ja, wir kümmern uns jetzt hier noch ums Kabelmanagement, aber auch um die Festplatten. Der Merlin inspiziert ja auch alles, ob das wirklich so in Ordnung ist, wie das soll. Und dann zeige ich euch mal gleich, wie das aussieht, wenn es fertig ist. So sieht das jetzt aus, nachdem ich mich ein bisschen um das Kabelmanagement gekümmert habe. Da kommt der Deckel drauf. Das hier sind die einzigen Kabel, die jetzt noch nicht so richtig fresh sind. Der Grund dafür ist aber auch ein ganz einfacher. Das sind nämlich die zusätzlichen Kabel für die zweite Grafikkarte. Ist auch ein bisschen der Grund, warum wir das ganze Projekt heute überhaupt angegangen sind. Und zwar geht es nicht darum, dass irgendwelche Cases wirklich scheiße waren und andere besser sind. Natürlich gibt es das auch, aber in unserem Fall ist die Sache ganz einfach. Das hier ist mein Gaming-PC, der steht im Wohnzimmer. Der hat eine 2080 Super verbaut. Und für 4K-Gaming etc. ist das alles sehr wichtig. Aber wenn ich mal am Arbeiten bin und die Performance im Rechner brauche, ist die Option, die Grafikkarte hier rauszuholen, natürlich eine der besseren. Weil während ich arbeite, zocke ich logischerweise nicht. So, als kleines Schlusswort, es ist jetzt ein paar Tage später. Ich sitze hier mit dem neuen Gehäuse. Es ist ja quasi dieselbe Konfiguration. Der Hauptgrund, warum wir die Sachen gewechselt haben, ist, weil ich teilweise eine zweite Grafikkarte reinbaue und mehr Speicherplatz brauchte für Archive und halt Datengrab, ne? Und da ist das Be Quiet Gehäuse auf jeden Fall super gut geeignet, besser als das Cooler Master. Das Cooler Master hatte eine stärkere Kühlungsleistung, aber hier komme ich an keine gefährlichen Temperaturen mit den Komponenten drin. Wenn ich eine zweite Grafikkarte drin habe, ist der Airflow natürlich auch ein bisschen bescheidener. Bin aber sehr, sehr happy. Es sieht nicht nur schön aus, es ist richtig, richtig leise. Finde ich sehr, sehr cool auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Bock habt auf ein paar Konfigurationen, mit denen man ein bisschen arbeiten kann, beziehungsweise wie man aus dem Gaming-PC auch einen 3D-Ready-PC macht und damit sogar Geld verdienen kann, lasst es unten in den Kommentaren stehen. Wir haben hier ein, zwei Projekte, über die Daniel und ich geredet haben. Könnten wir vielleicht noch fertig machen, wenn ihr Interesse habt, sowas zu sehen. Okay, in dem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ciao, bis zum nächsten Mal.